Hallo, hallo und willkommen zum 60. Part Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Weiter geht's mit Kontrolle aktiviert, bitte. Peri von Firone. Los geht's. Es ist vielleicht besser, wenn ich irgendwie mehr Heilungs mache, eben um am Ende nicht mehr zu verrecken. Ja, schön. Wir aktuell laufen einfach viel zu Herzen rum und wir haben auch kaum was zum Heilen. Ich weiß, hier habe ich nichts besiegt. Und hier ungefähr soll es dann weitergehen mit den Crocs hier. Obwohl, ich weiß nicht, also gibt es hier irgendwie eine Übersicht, wo der Turm sein könnte im nächsten Bereich. Hier unten gehe ich nicht hin. Ich bin eigentlich lebensmüde und gehe da jetzt hin. Da unten baden Leune eben. Das möchte ich auf keinen Fall. Ach, das ist da bei der Turm, okay. Das heißt, vielleicht erreiche ich mir den Turm in dieser Folge schon vielleicht. Mal schauen. Ich muss jetzt eben einfach nur rumlaufen und mal schauen, ob ich Crocs abgreifen kann. Die müssen wir nicht fotografieren, okay. Ach nee, schon nicht der Du. Ach du Scheiße, jetzt greifen wieder all die Monster an. Das könnte ein Problem werden jetzt, weil ich keine Pfeile mehr habe. Ich treffe ihn nicht, flieg's doch mal. Mann, es geht mir auf den Keks. Warum habe ich keine Pfeile mehr? Mann, du verdammter Feiglinger, dich Mann. Ich treffe einfach nicht, das ist das Problem. Ja, wie soll ich das machen, ehrlich, Mann? Ich doch Pfeile kaufen, ich Idiot. Ich hab keine mehr. Aber ich muss nur so weit laufen, ist das Problem, oder? Ich muss immer so weit laufen, ist das Problem. Vielleicht hauen wir einfach ab, weißt du? Wir hauen es einfach ab. Das verfolgt uns immer noch. Ach Mann, komm, hau doch einfach mal ab. Hau ab jetzt, Mann. Der haut einfach nicht ab. Haben wir das schon gemacht? Haben wir noch nicht gemacht, den Schrein, aber wieder auch auf. Ich kann ihn eben nicht besiegen, weil ich keine Pfeile mehr habe. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt den ganzen Weg nochmal zu laufen. Okay, er haut jetzt endlich ab. Danke. Ist da der Croc vielleicht? Könnte sein. Das ist hier der erste Croc, der jetzt in der Folge sein könnte. Also wo ist denn Freund, wenn ich fragen darf? Ja. Wo ist denn der? Okay, der ist da hin. Ach komm, jetzt muss ich die ganze Pre. Da ist er also ungefähr. Da, aber ist der nicht in Leune am Rumlaufen? Das wird nicht einfach werden, das zu bekommen. Da komme ich da. Ich müsste den Flieger hin, aber das Problem ist, dass ich die Flieger nicht steuern kann. Wolf, ich weiß nicht. Wir können es ja mal versuchen, ob wir den Typen dahin kommen.
Ich glaube, da streifen Leute rum, wenn mich nicht alles täuscht. Na toll, es wird ja was werden. Ja, aber wie kommen wir da jetzt hin, ist die Frage. Ja, ich weiß, ich brauche einen Leiter, aber ich kann den Leiter. Ach, das ist ja eh ein Leiter, okay. Halt, gib mir die Sachen von dem Typen. Und wo ist der Koch jetzt, ist die Frage. Mobbenknochen. Auch ohne den Rest des Körpers findet dieser Arm eines Moblins keine Ruhe. Er kann die als Schlagopfer eingesetzt werden, ist aber sehr zerbrechlich. Habe ich das schon fotografiert? Nee, noch nicht. Ja, ich weiß, ich musste irgendwie hinwegleiten, aber ich kann diese Leiter nicht so gut steuern. Das ist ein Booster Rocket jetzt hingerollt. Rocky, wo bist denn du? Rocky, wo ist denn der jetzt hingerollt? Ach, da unten ist er. Nein, bist du weit geflogen. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen irgendwie den Leiter dahin fliegen, aber ich habe so ein Problem mit den Leiter, ist das Problem. Schon mieses Vieh. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie man das Teil steuert, das Problem. Ach, da mal eh so ein Teil. Müsste es eigentlich gehen. So. Ich hoffe, das reicht jetzt fürs Erste. Und dein Freund ist ja da drüben. So, da ist dein Freund, okay. Hoffentlich hat das jetzt Sinn, so wie ich es mir vorstelle. Jetzt habe ich nichts. Ich treffe mit der Waffe nicht, ist das Problem. Das war die falsche Richtung, Idiot. So, aber jetzt geht's doch. So, Matt, wir müssen das stoppen, das Teil, wenn wir da drüben sind. Komm, das kann doch jetzt nicht ernst, dass ich da jetzt nicht überkomme. Das kann doch nicht ernst sein, dass wir da jetzt nicht ganz willkommen sind. Mann, diese scheiß Drehtechnik ist so Müll. Nee, wirklich. Was muss das für ein scheiß Bilder Cox sein? Und wo ist jetzt der Antrieb hin? Hallo, wo ist der Antrieb hin? Ach komm, fick dich doch mit dem Scheiß, ehrlich, Mann. Das ist der Antrieb, oder? Nee, da ist das Rekordfunktion nicht möglich, weil ich habe kein solches Teil dabei. Das ist einfach futsch, ist das Problem. Ja, das ist futsch.
Das ist futsch, aber ich konnte sonst nicht hin, ist das Problem, weil es ist viel zu hoch. Oder? Schafft das Link, bis dann nach oben zu kommen, ist die Frage. Glaub nicht, aus dem Schredder glaube ich eine Leune rum. Ob vielleicht ist er wieder oben, ich weiß auch nicht. Oder wir dachten, guck einfach raus, weißt, das geht mir jetzt innen auf den Keks, wenn ich ehrlich bin. Es wäre gut, wenn ich in den Monster reingreifen könnte, aber ohne diese Viecher eben. Weil ich brauche wieder Pfeile, ist das Problem. Jetzt komme ich da nicht rauf oder was? Willst du mich verarschen, Link? Ich muss dringend wieder aus damit sie machen. Der brennt einfach nicht mehr. Ach komm, Link, du bist doch nicht wirklich. Dass du da nicht hochkommst, du Idiot. Dass du da nicht hochkommst. Was soll die Scheiße eigentlich? Und wie komme ich hier weiter, ist die Frage. Oh nee, jetzt kommt der Blitz wieder. Oh, wir stiefeln gerade eh ein bisschen rum hier. Wir sollten am besten die Waffen wegnehmen, die aus Metall sind. Sind die alle eigentlich? Ach, Mann. Die Schilde aber, ein Schild aber nicht. Oder auch nicht, ich weiß auch nicht, warum das jetzt auch mal so. Der Krox soll irgendwo hier sein. Ach, ich sehe schon, oder? Ich sehe schon, aber das Problem ist eben, dass Link, glaube ich, nicht wieder raufkommt. Weil die Ausdauer nicht ausreicht. Das ist doch echt zum Kotzen, weißt. Das ist doch echt zum Kotzen, weißt, dass ich hier nirgendwo raufkomme. Weil Link einfach nichts kann im Spiel. Weil ich fast immer Ausdauer brauche und die habe ich nun mal nicht. Ich habe nicht mehr gekriegt, einen Ausdauerling zu machen. Ja, der Regen ist das Problem. Als gerade eben. Da hinten ist der Stein, okay. Das wäre mindestens ein Krog schon mal für diese Folge. Das ist hier ein Stein. Danke. So, wie sieht es jetzt aus? Da müsste, glaube ich, da muss der Stein, glaube ich, hin. Muss aber noch ein Stein sein, der noch reinkommt. Weiß ich noch nicht. Der Krog ist noch nicht erschienen, ist das Problem. Nee, damit einfach normal, weißt du. Hast du da fehlt? Keins. Und da auch nicht. Ach, da muss noch ein zweiter Stein rein, oder? Auch nicht, ich weiß auch nicht, hä? Was ist denn das für ein Rätsel hier? Wo ist denn bitte schon der nächste Stein hin, bitte nochmal? Müsst ihr jetzt auch noch auftauchen? Warte, ich weiß. Ach, stimmt, ich hab keinen Affen dabei wegen dem Sturm. Wegen dem verdammten Dings. Mann, der geht ja auch, müsst jetzt unbedingt auftauchen. Hau ab! Nerviges Vieh. Warum zählt das jetzt nicht, ha? Komm, das zählt jetzt mal. Yes. Krog für heute mal geschafft, einen Krog geholt.
Kochnummer 98. Wir sind bei 98 Krogs angelangt. Und können damit den Marker hier wegtun. Nicht darauf zu kommen. Wenn die Insel runterfallen würde, würde es vielleicht was bringen, aber so komme ich hier nicht rauf. Und kann somit auch meine Krogs nicht machen, die da oben sind. Obwohl, vielleicht geht es mit dieser Sprung wieder. Er kommt auf einen hoch, die mich bringt. Das kommt drauf an, ob die mich hoch genug bringt. Das Gebiet fällt um. Bleib doch stehen! Nur weil ich es jetzt nicht korrekt drauf gemacht habe. M-
Mann, ich hasse diese Drehsteuerung einfach nur. Die ist so kack gemacht worden. Komm, steh jetzt endlich mal. Reicht es, um darauf zu kommen? Vielleicht, dann können wir richtig Hoxie holen. Ja, es reicht. Es reicht, um darauf zu kommen. Gut. Wer ist denn das Plateau? Wir sind im vergessenen Plateau. Wir sind im vergessenen Plateau angelangt. Jo, Alter. Obwohl, das könnte ein Iberok sein. Oder? Ist das ein Iberok? Nee. Okay, ich hatte schon Angst, dass es ein Iberok ist. Das ist, glaube ich, hier gewesen, wo die ganzen... Warte, das ist doch ein Siegbett. Was ist denn da? Ach, da ist ein Abgrund. Entdeckt. Am Ostabgrund, am Westen im Plateau. Ob ich da jetzt reingehe, ist die andere Frage, weil mir aktuell bin ich ja noch sehr schwach und ja, ich brauche doch mal einen Kochtopf irgendwo. Also wir sind jetzt eben auf dem Westen im Plateau. Hier fing alles an in Zelda BOTW und den Ort gibt es noch, aber der hat sich sehr verändert. Also wo ist der Kock, ist die Nestfunks sind neben im Wald, okay. Ja, wie gesagt, bereichen heute nicht viel, einen Krog vielleicht höchstens und mehr nicht, aber ich kann es eben auch nicht besser machen heute. Weil so viel passiert ist eben, dass ich am Ende eben nicht so wirklich machen kann, weil eben das Spiel mich so ein bisschen einsperrt, eben wegen der geringen Ausdauer, die ich habe. Leider, ich würde gerne mehr machen, aber ich kann aktuell nicht so viel machen. Aber ich frage mich jetzt eben, wie sich das Fressen bei Tose und die so verändert hat. Also wie es aussieht, gibt es die Wächter nicht mehr. Die wurden weggemacht. Die Wächter. Gibt es überhaupt einen Schrein, wenn ich fragen darf? Also ein paar Schreine scheinen noch im Eisgebiet zu sein. Hoffentlich. Da fällt Benese vom Himmel. Okay. Nicht schon wieder ihr. Ruin des Tempels der Zeit. Der wird oben sein, der Kock, oder? Weiß ich, geht es um die Quest oder gibt es einfach nur da zum Beten? Vergessen das Plateau. Schloss, Tor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. Irgendein Rätsel, wie es aussieht. Das schauen wir uns später mal an, das Rätsel. Gibt es hier endlich mal einen Kochtopf vielleicht? Komm, in den Krügen muss da irgendwas Wichtiges drin sein. Apfel. Ist hier noch was Wichtiges? Ich glaube nicht, oder? Oh, das ist hier oben. Das ist, glaube ich, nicht umsonst da, glaube ich. Das ist da oben. So, sind wir irgendwo hier oben. Aber es scheint nichts Wichtiges zu sein, oder? Das ist nur so ein... Ach, da ist ein Krog.
Ach stimmt, ja, ich habe keine Pfeile mehr, ich Idiot. Und ich kann ihn somit auch nicht besiegen. Ja, schön gut, dass der Kork jetzt erst so ein ist, den ich leider nicht erreichen kann. Das ist mir so. Da habe ich was dabei und da danke ich mir, ich hole mir jetzt den Kork, aber nein. Der Kork ist natürlich wieder mal da, wo ich ihn nicht haben kann. Ich müsste eben meinen Schrein aktivieren, damit ich mich hier teleportieren kann eben und nicht ständig eben laufen muss von Ort zu Ort. Also wo müssen wir eigentlich hin? Da müssen wir hin, in den Wald. Aber ich will es noch zum Schrein, den wir jetzt aktivieren eben. Und dann werde ich mir eben neue Pfeile kaufen von Materie. Das Fest hat sich sehr verändert, muss man sagen. Die Zeit der Zeit ist noch zerstörter eben geworden. Und dieser Boss wartet auf mich. Also irgendwie schon, weil hier ein paar Monster durchstreifen, die ich aber jetzt nicht wirklich begegnen will. Wie gesagt, wir haben zu wenig Herzen. Das ist ein großer Boss-Typ. Den können wir nicht so einfach besiegen. Ist das vielleicht der Koch, den wir suchen? Ich würde eben noch einen Schrein aktivieren hier irgendwo. Aber die sind alle in der Nähe von den Monstern, das ist das Problem. Vielleicht einfach außen rum ist es besser so. Nee, der Kork ist nicht hier. Dann kann ich mir jetzt eine Schrein aktivieren, eben oben am Ende. Weißt du, was zu machen? Ach, ist das hier so ein Laufkork? Ja, was ist das für ein Kork? Ach du Scheiße. Was mache ich jetzt bloß? Das ist nur eine eigentlich, oder? Ach, schon, ich habe keinen Schuss. Grüße dich, Depp. Ach du Scheiße. Warum macht er mich mit einem Schlag kaputt, ehrlich, Mann? Das ist doch echt zum Kotzen. Aber ich muss den besiegen. Da muss ich den ganzen mit normal laufen, ist das Problem. Ich muss den Typen besiegen, der steht im Weg, ist das Problem. Hab ich nicht irgendwas zum Heilen hier? Aber wie gesagt, ich muss das besser anstellen gegen diesen Typen. Hier kann man nicht durch, da sind zu viele Monstergedünse. Ja, aber hier ist eben auch ein Schrein in der Nähe, oder? Und wenn wir da vielleicht umlaufen, vielleicht kommen da keine Monster vor. Ach, da sind wir einfach viel zu schwach. Ich bräuchte noch viel mehr Herzen, um das irgendwie hinzubekommen. Ja, da ist schon ein Schrein, den könnte man eigentlich leicht erreichen, oder? Weil ich möchte eben den Schrein hier und dann eben nochmal mich. Obwohl, der ist gar nicht so weit. Der ist noch nicht. Der ist auch sehr weit entfernt, ist das Problem. Der Schrein. Daneben ist ein Monsterlager. Ach, das wäre der Schrein hier. Ich gesehen habe. Hoffen wir einfach mal, dass keiner vorbeikommt, der mich angreift. Ja, ich weiß, das Monsterlager, aber das Monsterlager ist zu entfernt, um mich ungefährlich zu werden. Ja, das sind Pferde, das ist gut. Ja, ich gehe gar nicht in die Ruinen rein, da sind ein bisschen Monster drin. Ich möchte nur zum Schreien, nichts weiter. Dann kann ich mich immer wieder teleportieren, muss ich ewig weit laufen, obwohl das sind die Hände, glaube ich, oder?
komm, lass mir doch einfach mal alle in Ruhe, Deppen. Ich, doch, den Schrein aktivieren hätte ich mit. Okay, was ist das für ein Schrein? Dann gehen wir weg, müssen wir ein bisschen Halt machen. Kamisun-Schrein. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen kurz rüber, um zum, also zum Items fahren, also zum. Also wie viel Tomaten haben wir eigentlich? Tomaten haben wir am meisten gehabt. Mal sehen, was die. Also im Hafen, wie viele Tomaten haben wir jetzt noch eigentlich? 35, also können wir doch sehr viel kochen eigentlich. Bis gleich, ich koche mich nur ein bisschen ein mit Items, genau. Zum Metall-Items, genau. Bis gleich. Hier haben wir ein neues Rezept aus der Röstknolle. Füllt jetzt auf eine ganze Ausdauerknolle, ohne die ungeschafft geröstet wurde, süß und schmackhaft. So, bis gleich. Und da bin ich wieder, machen jetzt den Kamisun-Schrein. Wenn wir ihn schaffen, und Hilfe, mach mal schauen. Hoffentlich ist es kein zu teurer Schrein, weil da habe ich einfach keinen Bock mehr. Scheiße sind diese teuren Schreine. Aber mal schauen, was es so wird. Also was der Schrein so ergibt. Und ob ich es Rätsel leisten kann oder ob ich Asien brauche. Dieser Schrein wird erbannt und läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Nur jemand sei der Zukunft gewährt, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Och nee, nicht sowas. Nachtes Überleben, elementar. Oh nee, das kann jetzt echt zum Problem werden hier. In die Waffe. Gibt es sonst noch irgendwas? Wie viele Pfeile haben wir? 10 Pfeile. Also hier gibt, glaube ich, nur diese Viecher. Also den komme ich noch gar nicht hin, das ist das Problem, wenn ich hier runterspringe. Obwohl ich weiß, was ich mache. Ich hätte auf den einfach einen Stein fallen lassen. Aber haben wir halt eigentlich genügend Items, oder? Wir haben eh keine Verteidigung, ist das Problem. Und wir haben auch nichts da. Die könnten. Adi, wie soll das gehen? Das ist doch fast unmöglich hier. Ich habe auch nichts zum Heilen. Was soll die Scheiße? Mann. Was ist das für ein Schrein? What the hell? Was ist das denn für ein Schrein? Was soll die Scheiße? Obwohl ich könnte. Selbst wenn, ich müsste ja irgendwie einen Typen abwehren. Es sind da gleich 3 Deppen hier da. Wie soll das bloß funktionieren? Und wir haben fast nichts. Ah, da ist das Problem. Ich weiß, wir müssen alle besiegen, aber wie soll man das mit denen schaffen? Weil ich komme ja nicht immer auf die Dinger hoch, ist das Problem. Gleich könnte die Waffen verwenden, also. Ich könnte meine Waffen verstärken, ist das große Problem, aber. Nee. Das wird jetzt ein Problem werden, weil ich habe eben keine Hand. Das gibt's doch echt nicht. Was sind das für Scheißgegner, die ich meine? Wenn nicht alle so verdammt stark wären, das schaffe ich doch eh nicht. Wie soll das gehen? Ist doch mal. Wie soll das gehen? Ich muss irgendwie abhauen. Da muss doch irgendwas sein. Würden die mich nicht einmal in Ruhe lassen können, Herrlich, Mann? Ich kann nichts in Ruhe machen, wenn die da sind. Das hat nichts gebracht, den Grunde, ehrlich, Mann. Wenn die eben nicht so verdammt schnell wären. Wie soll ich das schaffen?
Ich bin tot. Ich bin eh gleich wieder tot. Mann, Link, geh da weg, du Idiot. Okay. Wenn ich eben was zum Heilen hätte, aber ich habe nichts zum Heilen, ist das Problem. Die fucken mich so ab. Diese Konstrukte hier. Es wäre eben gut, wenn ich irgendwie heilen könnte, aber ich kann mich hier nicht heilen, ist das Problem. Link, ach du elendiger Blödmann, ehrlich, Mann. Warum kannst du nicht mal laufen? Du elendiger Blödmann, ehrlich. Das ist doch Blödsinn, ehrlich, Mann. Wie soll ich denn das schaffen, ehrlich, Mann? Was, wenn nichts so verdammt langsam ist? Das finde ich doch, weißt du. Ich kann das auch nicht schaffen, natürlich. Ich habe nichts dabei, ich kann mich nicht heilen. Das ist ein Problem, ich kann auch nicht wirklich gegen die Gegner was ausrichten, weil sie so schnell sind. Ich weiß nicht, wo ich diesen Schrein machen soll jetzt, weil vielleicht kehre ich da zurück, wenn ich mehr Herzen habe. Weil so ergibt es keinen Sinn, ehrlich gesagt. Obwohl ich könnte den Stein killen, aber die sehen mich so oder so, oder? Ich könnte zwar alle mit dem Stein killen, aber ich brauche eben, die sehen mich doch so oder so. Aber ich weiß, der Stein ist die Lösung, aber wie soll ich den Stein mit dem Stein kriegen? Also ohne, dass die das merken eben. Nee, das ist keine Lösung. Tut mir leid, aber der Schrein ist zu schwer für mich aktuell. Der ist aktuell noch viel zu schwer. Aber wir haben einfach viel zu wenig Herzen. Jetzt gäbe es hier noch einen weiteren Schrein in der Nähe. Und Rubin ist gut, aber nur einer ist eben auch nicht viel. Ich habe jetzt eben wieder volle Herzen eigentlich. Ach, da ist eh keiner da, oder? Du da oben bist du. Ach nee, jetzt gib mir das Scheiß schon wieder. Schild. Ach Mann, ich habe genügend Items angepackt eigentlich. Ich habe auch eine Waffe dabei, die nicht stark genug ist, glaube ich. Deswegen muss ich mir kurz die Waffe nehmen mit 24. Da ist doch schon ein weißer Baum dabei. Ach komm, was willst du jetzt auch noch du hier? Item hier. Okay, das Fass besiegt. Ach scheiße, der Baum. Ich kann das aber gar nicht. Ach, willst du mich eigentlich verarschen? Schon zwei von den Bäumen. Ach stimmt, ich muss ja mit der Axt angreifen, damit ich die auch besiegen kann. Okay. Aus der Honig. Honig direkt recht vom Bienenstock. Ist besonders nahrhaft, wenn man ihn zur Verbrennung, Verfeinung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Okay, noch der Dack da oben. Oder ist er auch weg? Von dir schon ein Foto? Nee, also doch, habe ich schon ein Foto. Dann gib mir mal den Pfeil her. Ach, dann habe ich den mal für Arschloch ausgewählt. Komm her, du Dimms. Weg mit dir. Ah, für einen Holzpfeil ist es schon mal gut.
Ich glaube, wir sind dabei. Wir haben jetzt das Monsterlager besiegt. Das reicht mir auch. Ist egal, ich habe ja eh noch genug Waffen hier. Das ist aber ganz schön viel Loot hier. Und da ist noch eine Truhe. Was ist in der Truhe drin? Ein Tierschild. Haben wir denn auch schon fotografiert ein Tierschild? Nee, noch nicht. Tierschild fotografiert. Würde ich sagen, wir loten nochmal alles ab, was wir hier in Items bekommen. Schöne viele Pfeile. Gibt es auch irgendwo dafür von den Typen? Die hatten doch Waffen dabei, oder was? Warum sind die jetzt weg, oder was? Habe ich die zerstört, oder was? Das wäre dann schon. Was aus, aber hat nur eine Waffe gehabt. Das Holzpfeile haben wir jetzt wieder 26. Okay, das ist schon mal eine bessere Zahl. Dann würde ich sagen, das war es auch schon mit dem sechsten Part Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.